Sie brauchen für Ihre Installationen einen Zähler zur Stromerfassung, der über Modbus RTU, LAN und WLAN angeschlossen werden kann. Dann sind Sie heute bei diesem Webinar genau richtig. Mein Name ist Dominik Comani und ich werde Sie gemeinsam mit meinem Kollegen David Sandic durch dieses Webinar begleiten. David Sandic ist hinter der Kamera und kümmert sich um Eure Fragen im Chat. Also bevor wir starten, gleich ein kleiner Hinweis, ihr könnt jederzeit unter dem Webinar live eure Fragen stellen und natürlich auch Feedback hinterlassen nach dem Webinar, denn eure Meinung ist uns natürlich wichtig. Schauen wir uns gleich mal die Agenda für das heutige Webinar an. Auf der Agenda steht heute der Frühling Smart Meter IP, also allgemeine technische Daten. Danach schauen wir uns gleich den Anschluss und die Verkabelung des Smart Meter IPs an, das heißt die Netzanbindung, die Kommunikationsanbindung über Modbus RTU, LAN und WLAN. Und natürlich den Fronius-Stromwandler ZTV, der beim Smart Meter IP erforderlich ist. Danach sehen wir uns noch im Fronius SolarWeb die Fehlersuche an, denn häufig kommt es natürlich zu Fehlern bei der Verkabelung des Stromwandlers, das heißt die richtige CT-Richtung, die richtige Phasenfolge und zu guter Letzt noch die Inbetriebnahme und dazu passend ein Werksreset, falls bei der Inbetriebnahme etwas schiefgelaufen ist oder Sie einfach die Einstellungen resetten wollen. Produktmotivation, warum haben wir überhaupt dieses Produkt geschaffen? Also es wurde schon oft von vielen Kunden gewünscht, einen Smart Meter zu machen, der über LAN bzw. WLAN kommunizieren kann mit dem Wechselrichter. Vor allem für gewerbliche Kunden ist das sehr hilfreich, da sie eine vorhandene LAN-Infrastruktur gleich ausnutzen können, um den Smart Meter zu verkabeln. Zum Beispiel für den Fronius Toro, unseren gewerblichen Wechselrichter, könnte das sehr hilfreich sein, um eine bereits vorhandene LAN-Infrastruktur zu nutzen. Und mit diesem Smart Meter können wir natürlich alle restlichen Netze, also die ROW-Netze, die Rest-of-World-Netze auch abdecken. Ja, der Fronius Smart Meter IP gründet sich genauso ein Smart Meter wie die Smart Meter davor. Also es hat natürlich dieselben Funktionen. Das heißt, fassen wir nochmal kurz zusammen. Der Fronius Smart Meter ist sozusagen das Herzstück jedes Systems. Es ist die Basiskomponente. Es wird benötigt, um Energieflüsse im Haushalt zu messen bzw. zu erfassen, dadurch ein Monitoring oder Lastmanagement zu ermöglichen oder die Implementation von weiteren Komponenten zu ermöglichen, zum Beispiel den Ohmpiloten, um mit PV-Überschuss Warmwasser zu erzeugen oder zum Anschluss einer Batterie für die Notstromversorgung. Also es ist einfach die Basiskomponente, um viele weitere Dinge zu ermöglichen. Was noch besonders ist, dass es ein bidirektionaler Zähler ist, der nicht nur die Verbrauchsdaten, sondern auch die Einspeisedaten am Einspeisepunkt misst. Also es unterscheidet natürlich durch Eigenverbrauch und Netzbezug. Genau. Ja, der Fronius Smart Meter IP. Hier sieht man nochmal all die neuen Funktionen auf dieser Folie zusammengefasst. Also der Fronius Smart Meter IP kann über LAN, also Modbus TCP angeschlossen werden, über WLAN, Modbus TCP ebenfalls. Und natürlich ist eine Kommunikation via RS485 bei diesem Smart Meter auch möglich, wie bei den Vorgängermodellen, also Modbus RTU. Und bei diesem Smart Meter haben wir auch Vago-Klemmen installiert. Das heißt, Sie haben eine rasche und einfache Installation mittels den Vago-Klemmen. Und wie vorhin bereits erwähnt, wir decken auch die restlichen, also die Rest-of-World-Netze mit diesem Smart Meter ab. Und bevor wir mit der Verkabelung anfangen, möchte ich noch ganz kurz auf die Kompatibilitäten eingehen des Fronius Smart Meter IPs. Grundsätzlich ist es eh mit allen Komponenten von uns kompatibel, also Primo, Simo, Gen 24 Plus. Beim Snap-Inverter müssen Sie etwas aufpassen, also der Fronius Primo und Simo Snap-Inverter. Dort ist nur die herkömmliche RS485-Verkabelung möglich, also keine WLAN-Funktion nutzbar und auch die LAN-Funktion nicht nutzbar. Natürlich ist der Fronius Toro kompatibel, um bereits eben vorhandene LAN-Infrastrukturen ausnutzen zu können zum Beispiel. Und natürlich auch die anderen Komponenten wie der Wattpilot, Ohmpilot und der Fronius Emil sind natürlich auch kompatibel mit dem Fronius Smart Meter IP. Kommen wir auch schon gleich zur Verkabelung des neuen Fronius Smart Meter IPs. Aber davor möchte ich auf meine Detailkamera wechseln und euch den Smart Meter IP mal etwas genauer zeigen. Hier haben wir auch schon das gute Stück. Hier sehen Sie die Vorderseite des Smart Meters, wo das WLAN-Symbol hinterlegt ist, mit dem Sie dann den Access Point öffnen können. Das schauen wir uns auch noch später genauer an. Hier ist ein QR-Code, der bei der Inbetriebnahme benötigt wird. Hier ist ein Status-LED und ein Link-LED. Hier ist auch die Seriennummer aufgedruckt und das Passwort des Smart Meters. Hier der neue LAN-Anschluss. Und hier sehen Sie schön die Vago-Klemmen, die ich vorhin erwähnt habe, die überall die Beschriftungen haben. Hier die Beschriftung für die Stromwandleranschlüsse, also CT1, CT2, CT3. Natürlich auch schön farbig dargestellt, wie sie richtig angeschlossen gehören. Hier die Modbus RTU, also RS485 Kommunikationsanschluss. Und hier sieht man die Phasenanschlüsse vom Netz, also 1, 2, 3 und der Neutralleiter. Hier haben Sie noch bestimmte Daten aufgedruckt auf der Seite.
kommen wir zurück zu den Folien. Also jetzt schauen wir uns die Verkabelung jetzt im Detail an. Also hier sehen Sie jetzt auch schon gleich das Verschaltungsdiagramm des Fronius Smart Meter IPs. In diesem Fall über Modbus RTU, also RS485 angeschlossen. Und unten sieht man hier schön übersichtlich dargestellt die Phasen vom Netz kommend. Und wir greifen hier die einzelnen Phasen ab und verbinden diese zur Spannungsmessung mit dem Smart Meter IP. Also vorhin habt ihr eh schon schön in der Detailkamera gesehen. Hier sind die Anschlüsse durchnummeriert. Also Phase L1 mit 1 verbinden, Phase L2 mit 2, Phase L3 mit 3 verbinden und den Neutralleiter N. Und natürlich müssen die Phasen auch korrekt abgesichert werden. Also hier bitte einfach auf die nationalen Standards in eurer Region achten. Und ja, genau, danach kommen noch die Anschlüsse je Phase für je einen Stromwandler. Die Stromwandler werden hier auf der Oberseite des Smart Meters angeschlossen an den Anschlüssen CT1, CT2 und CT3. Das habt ihr vorhin schön in der Detailkamera gesehen. Diese sind durchnummeriert und natürlich auch farblich markiert. Also bitte hier auf die farbliche Markierung achten. Genauso wie die Kabel beim CTV-Stromwandler sind die Anschlüsse farblich schwarz und weiß markiert. Genau, und für die Datenkommunikation wird in diesem Fall eine dreipolige, also hier ist der Datenkommunikationsanschluss, wird in diesem Fall eine dreipolige Modbus RTU-Leitung benötigt. Also das Kabel hier bitte einfach CAT5 oder höher verwenden, da wir ein verdrilltes Kabelpaar zwischen M1- und M1+, also diese zwei Kabel müssen miteinander verdrillt sein. Und natürlich müssen sie auch geschirmt sein. Und auch hier sind beim Smart Meter IP die Anschlüsse mittels Vago-Klemmen gekennzeichnet. Also hier steht dann M1-, M1+ und Ground. Und wir verbinden einfach dann M- mit M1-, M+ mit M1+ und Ground mit Ground am Piloten des Wechselrichters. Das heißt, das ist der orange Plug, der sich am Piloten befindet. Hier verbinden wir dann die Anschlüsse miteinander und der Plug ist hier am Piloten platziert. Also das heißt, der mittlere orange Plug ist der Modbus-Anschluss. Sehen Sie nochmal das Anschlussschema davon. Genau, und ein weiterer wichtiger Punkt wäre dann eben die Terminierung, die gesetzt werden muss. Also immer am Ende der Modbus-Kette muss die Terminierung gesetzt werden. Beim Fronius Smart Meter IP sind hier für zwei Deep-Switches gleich neben dem Modbus-Anschluss. Also hier sehen Sie die zwei Deep-Switches und der linke Deep-Switch ist eben die 120 Ohm-Terminierung. Das heißt, in Position 1, also nach oben geschoben, wäre dieser Deep-Switch aktiviert und dadurch auch der Abschlusswiderstand aktiviert. Und der rechte Deep-Switch daneben ist eben der neue BIAS, also die neue BIAS-Protokoll sozusagen. Aber dazu kommen wir noch gleich später, was das genau ist. Genau, und ebenfalls am Piloten die Terminierung, falls diese gesetzt werden muss, wie bereits erwähnt, immer am Ende der Modbus-Kette. Also oberhalb dieses orangen Plugs, also der Modbus-Anschluss, dieser orange Plug, haben Sie hier wieder zwei Deep-Switches. Also in doppelter Ausführung, einer für Modbus 0 und einmal für Modbus 1. Und in dem Fall haben wir Modbus 1 verwendet. Das heißt, wir nehmen den Deep-Switch, den rechten Deep-Switch für Modbus 1 und setzen diese auch natürlich auf Position 1, um die 120 Ohm-Terminierung zu aktivieren. Genau, hier sehen Sie jetzt nochmal das Anschlussschema dargestellt und auch die neue Funktion BIAS, welche immer dann aktiviert werden muss, sobald sich eine Batterie im System befindet. Das hat mit der Beschaltung des RS485 Interfaces zu tun, aber da möchte ich gar nicht allzu sehr ins Detail gehen. Bitte einfach merken, diesen rechten Deep Switch, steht eh beschriftet BIAS dort, aktivieren, sobald eine Batterie im System ist. Hier auf dieser Folie sehen Sie dann eben die zwei weiteren Kommunikationsanbindungsmöglichkeiten, die neu dazugekommen sind, und zwar einmal LAN, dazu gleich einmal ein paar wichtige Hinweise. Also als Netzwerkkabel bitte CAT5 oder höher verwenden. Und die Kabel, die sollten auf 300 bis 600 Volt ausgerichtet sein und abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel verwenden, um eben halt die Störungen zu vermeiden. Und hier der zweite Punkt, WLAN. Das heißt, wenn der Smart Meter per WLAN ins Netzwerk integriert wird, auch einfach auf eine ausreichende WLAN-Signalstärke am Montageort achten. Und eben bei geringeren Signalstärken muss zum Beispiel dann ein WLAN-Repeater installiert werden. Und weiter sehr wichtig ist, dass wir bei beiden Anschlussmöglichkeiten empfehlen, natürlich eine statische IP zu vergeben bzw. zu verwenden. Kommen wir aber auch gleich zur Verkabelung des Fronius Stromwandlers CTV. Ja, der Fronius Stromwandler CTV, den zeige ich euch jetzt auch mal gleich in der Detailkamera. Hier sehen Sie auch schon unseren Fronius Stromwandler CTV. Hier auf der Seite sehen Sie auch dann ein paar Daten aufgedruckt. Das ist in diesem Fall das 250 Ampere Modell mit sekundär 333 mV.
Hier gibt es noch zwei weitere Modelle, eine mit 100 Ampere und eine mit 400 Ampere. Wichtig ist, dass sekundär 333 mV ausgegeben werden. Und hier sehen Sie nochmal schön schwarz und weiß dargestellt die Anschlusskabel. Genau, das haben Sie schon vor bei der Verkabelung gesehen. Das ist ein Klappwandler, das heißt, Sie können es hier einfach aufmachen und auch jederzeit wieder zumachen. Und was noch wichtig ist, hier auf der Unterseite aufgedruckt die richtige Einbaurichtung. Also K steht für Netz und L für Load, also für die Verbraucher. Also bitte auf die richtige Einbaurichtung hier achten. Wechseln wir auch schon zurück zu unseren Folien. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Beim Fronius Smart Meter IP wird immer ein Stromwandler benötigt. Hier empfehlen wir Ihnen einfach den Fronius Smart Meter CTV. V steht in dem Fall für die Spannungsausgang des Stromwandlers. Sekundär haben wir 333 mV, das ist sehr wichtig. Grundsätzlich gibt es drei Modelle von diesem Stromwandler. Einer mit 100 Ampere, 250 Ampere, 400 Ampere. Wichtig ist halt, dass immer sekundär 333 mV ausgegeben werden. Das ist beim Fronius Stromwandler immer der Fall, also bei den CTV-Modellen. Und grundsätzlich ist unser Fronius Smart Meter IP mit allen Stromwandlern kompatibel, die sekundär 333 mV ausgeben. Aber wir empfehlen Ihnen einfach den Fronius Stromwandler CTV gleich zu verwenden. Was ist zu beachten? Also es kommt immer wieder häufig zu Fehlern bei der Verkabelung des Stromwandlers, also falsche Einbaurichtung, falsche Phasenfolge. Das heißt, diese Folie ist sehr wichtig. Also sehen wir uns gleich mal ein paar Sachen an, die man beachten sollte. Erstens, der Stromwandler muss immer mit den Spannungsphasen übereinstimmen. Also Sie müssen sicherstellen, dass der Stromwandler L1 den Strom auf derselben Phase misst, welche natürlich durch den Spannungseingang L1 überwacht wird. Und dasselbe gilt natürlich auch für Phase L2 und L3. Das heißt, einfach auf die richtige Einbaurichtung natürlich auch achten. Diese ist auch am Wandler auf der Unterseite aufgedruckt. Das sehen Sie hier nochmal. Vorhin haben wir es auch schon in der Teilkamera kurz hergezeigt. Genau, das heißt, den Stromwandler immer an den zu messenden Leiter anschließen und den Stromwandlerkabel mit dem Fronius Smart Meter verbinden. Das haben wir eh schon vorhin bei der Verkabelung gesehen. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist halt, immer die Stromversorgung auszuschalten, bevor Strom für den Leiter an- bzw. abgeklemmt werden. Sollte hoffentlich logisch sein. Und niemals die Primärseite einschalten, wenn die Sekundärseite nicht am Smart Meter angeschlossen ist oder die Sekundärseite kurz geschlossen ist oder eine Last angeschlossen ist. Und zu guter Letzt, unsere Fronius Stromwandler sind nur mit dem Fronius Smart Meter kompatibel, also nur für den Fronius Smart Meter geeignet. Aber natürlich kommt es trotzdem leider immer wieder zu Fehlern und sehen wir uns gleich einmal an, wie man diese Fehler beheben kann mittels SolarWeb. Wie vorhin erwähnt, wenn man diese Punkte nicht beachtet, kommt es zu Fehlern. Somit möchte ich euch die Fehlersuche mittels SolarWeb kurz zeigen, beziehungsweise wie man diese Fehler überhaupt erkennt. Ja, der erste Schritt in einem Fehlerfall sollte immer sein, dass man einfach die Einbaurichtung und die Phasenfolge mal überprüft. Hier sehen Sie links einen Optimalfall, also hier so sollte eine Anlage aussehen, falls alles korrekt angeschlossen wurde, inklusive dem Stromwandler. Der Energiefluss ist richtig und somit auch die Einbaurichtung des Stromwandlers. Und hier im rechten Bild sehen Sie dann, wie es nicht aussehen sollte. In dem Fall haben wir einen Fehlerfall. Die gemessene Leistung ist negativ auf der Phase L1. Das heißt, in diesem Fall hat der Installateur die Einbaurichtung verdreht beim Stromwandler 1 auf der Phase L1. Das heißt, so würde es optimal aussehen. Das heißt, Phase L2 und L3, also die Stromwandler auf den Phasen L2 und L3 sind richtig angeschlossen und der Stromwandler Phase L1 ist falsch angeschlossen. In diesem Fall müsste der Installateur den Stromwandler an der Phase L1 umdrehen, dann würde hier auch eine positive Leistung dargestellt werden. Was noch vorkommen kann, dass keine negativ gemessene Leistung angezeigt wird, sondern die Produktion sich mit dem Verbrauch deckt. Das kann auch noch ein Fehlerfall sein. Aber in diesem Fall einfach wirklich den Stromwandler umdrehen und dann passt es. Also hier wurde einfach die Einbaurichtung falsch verstanden. Kommen wir auch schon zur Inbetriebnahme des Fronius Smart Meter IPs. Sehen wir uns zuerst mal an, wie das Ganze eben mit einem Smartphone oder auch Tablet funktionieren würde. Also als erstes bitte den Access Point aktivieren. Dafür drücken Sie bitte einfach 2 Sekunden lang das WLAN-Symbol auf der Vorderseite des Smart Meter IPs. Hier sieht man das eh schön dargestellt. 2 Sekunden lang drücken. Dann scannen Sie einfach bitte den QR-Code auf der Vorderseite. Dadurch entsteht eine automatische Verbindung zum Access Point des Smart Meters. Und nun wechseln wir dann gleich schon zum Webbrowser unseres mobilen Endgeräts und geben eben diese IP-Adresse ein. 192.168.250.181. Dies ist natürlich dieselbe IP-Adresse wie bei der Inbetriebnahme von anderen Geräten von uns.
zum Beispiel vom GEM24 oder auch vom Snap-Inverter. Hier wird dann eben ein Passwort abgefragt, welches immer 1, 2, 3 lautet. Und danach folgen Sie einfach den Installationsassistenten und schließen diese ab. Das heißt, Sie bekommen wirklich Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, und geben diese Daten dann ein und schließen den Assistenten ab. Und danach müssen Sie den Smart Meter IP noch im Wechselrichter-Webinterface hinzufügen. Hierfür auch einfach wieder mit dem Wechselrichter verbinden, also Access Point öffnen, dieselbe IP-Adresse eingeben wie hier und Komponente hinzufügen und den Smart Meter IP einfach auswählen. Aber das sehen wir uns noch nachher genau an, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Möglichkeit für die Inbetriebnahme zeigen, die natürlich ebenfalls auch mit einem mobilen Endgerät oder auch mit einem Laptop oder PC funktioniert. Als erstes bitte wieder einfach natürlich den Access Point aktivieren durch 2 Sekunden lange das Drücken des WLAN-Symbols auf der Vorderseite des Smart Meter IPs. Sehen Sie eh wieder schön übersichtlich hier dargestellt. Danach Verbindung zum Access Point herstellen. Das heißt, Sie nehmen Ihr Endgerät, sei es ein Smartphone oder Laptop oder sonstiges, gehen auf die WLAN-Einstellungen und suchen nach der SSID des Smartmeters. Diese lautet Fronius Meter unterstrich die Seriennummer des Gerätes. Diese finden Sie natürlich auf der Vorderseite aufgedruckt am Smartmeter. Und ein Passwort wird natürlich auch für den Access Point benötigt. Dieser ist gleich unter der Seriennummer am Smartmeter auf der Vorderseite aufgedruckt. Das heißt, Sie geben dieses Passwort ein, stellen eine Verbindung her, öffnen dann wieder den Browser am Endgerät, geben die IP-Adresse 192.168.251.181 ein und verbinden sich somit wieder mit dem Installationsassistenten. Und hier wird natürlich dann wieder das Passwort abgefragt, welches wieder 123 lautet. Also dieses Passwort ist immer dasselbe, 123. Danach wieder den Installationsassistenten folgen und die Schritte abschließen und wieder den Smart Meter IP im Wechselrichter hinzufügen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen auch nochmal. Also hierfür müssen Sie den Access Point am Wechselrichter aktivieren. Das heißt, Sie gehen zum Wechselrichter hin. Dort gibt es in der Mitte einen infrarotsensorischen Button, den kurz betätigen. Dadurch blinkt dann die rechte LED, also die Kommunikations-LED des Wechselrichters, blau. Das heißt, der Access Point ist geöffnet. Das heißt, Sie können zum mobilen Endgerät oder Laptop gehen, sich mit dem Access Point verbinden. Hier haben Sie dann auch wieder ein Passwort, dieser lautet 123456678. Dann gehen Sie in den Browser, öffnen die IP-Adresse von vorhin, das heißt 192.168.250.181, und dadurch gelangen Sie dann auf das Webinterface des Wechselrichters. Dort melden Sie sich dann mit Ihrem technischen Passwort an und gehen auf den Punkt Gerätekonfiguration, unter Gerätekonfiguration auf den Punkt Komponenten, und dort können Sie dann Ihren Zähler hinzufügen. Das heißt, Sie gehen auf Komponenten hinzufügen, Zähler, und dort müssen Sie dann Ihre Verbindungsart auswählen. Also je nachdem, wie Sie die Kommunikationsanbindung zwischen Smart Meter und Wechselrichter haben, gibt es hier 2 Möglichkeiten, einmal Modbus RTU oder Modbus TCP. Modbus RTU wäre halt ganz normal über RS485. Und wenn Sie die 2 neuen Kommunikationsmöglichkeiten verwendet haben, das heißt LAN oder WLAN, müssen Sie Ihr Fronius Smart Meter TCP auswählen. Genau, dann müssen Sie noch auswählen, liegt der Smart Meter am Einspeisepunkt oder an einem Verbrauchszweig. Der erste Smart Meter natürlich liegt immer am Einspeisepunkt, das heißt, wir wählen hier Einspeisepunkt aus. Und hier unterhalb müssen Sie noch die IP-Adresse eingeben. Ja, in diesem Fall eine statische IP-Adresse. Also es wird auf jeden Fall uns empfohlen, eine statische IP-Adresse zu vergeben. Das heißt, Sie geben eine statische IP-Adresse für den Smart Meter ein, beziehungsweise legen eine fest. Und sobald Sie all diese Schritte hier abgeschlossen haben, klicken Sie einfach auf Hinzufügen. Und somit haben Sie dann die Inbetriebnahme des Smart Meters grundsätzlich abgeschlossen. Das heißt, Inbetriebnahme des Smart Meter IPs selber, und Sie haben es auch in Ihrem System hinzugefügt, also zum Wechselrichter-System hinzugefügt. Und somit sollte Ihre Anlage jetzt optimal laufen. Kommt es jedoch trotzdem zu einem Fehler, zum Beispiel der Inbetriebnahme, oder Sie haben Ihre Einstellung falsch eingestellt oder wollen einfach alle Einstellungen löschen, können Sie beim Fronius Smart Meter IP auch ein Werksreset durchführen. Hierfür müssen Sie die WLAN-Symbol-Taste drücken, also diese Taste hier, einfach 20 Sekunden lang gedrückt halten. Dann erlöschen alle LEDs am Smart Meter IP, also hier diese LEDs erlöschen alle. Das Smart Meter IP bootet neu, das heißt, er startet neu. Das heißt, dadurch werden dann alle Werte wieder auf 0 gesetzt und Sie können den Smart Meter dann einfach neu konfigurieren mit neuen Werten. Genau.
Falls das noch nicht genug Informationen für Sie waren, finden Sie natürlich auf unserer Homepage weitere Bedienungsanleitungen, Quickstarts, Guide etc. und natürlich auch auf YouTube. Genau, hierfür habe ich Ihnen den Link hinterlegt, wo Sie diese Dinge finden, also alle Bedienungsanleitungen, Quickstarts, Guide zu SmartMeter IP oder auch weiteren wichtigen Produkten. Sie können natürlich auch ein Präsenztraining von uns besuchen hier im wunderschönen Wels, wo wir Sie als Experten zu den Produkten einschulen. Und natürlich gibt es auch auf YouTube How-To-Videos zu den einzelnen Themen. Und es gibt natürlich auch die Webinar-Aufzeichnungen auf YouTube. Das heißt, dieses Webinar wird ebenfalls dann auf YouTube landen. Das war es auch schon zum heutigen Webinar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick zum neuen Fronius Smart mit der IP geben. Wir werden jetzt unsere Kamera abschalten, aber weiterhin noch für Sie erreichbar sein. Das heißt, David Sandic und ich werden noch weiter Ihre Fragen im Chat beantworten. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.